aber diese Vorstellung, das letzte unauslöschlichen Gedankenbilds, ist freilich nur Metapher, denn im Danach persistiert kein solches letztes Testament. Aber es ist schon mehr als das, denn es ist metaphorisch nur die Beschreibung dessen, welche Charakterentwicklung jemand bis zum Ende genommen hat und somit in seiner epigenetischen Kodierung, wenn er es vor dem allzu spät weitergegeben hat, wird es darauf ankommen, ob diese Weitergabe von genetischen und epigenetischen und verhaltensgemäßen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Charakterzügen sich in der nächsten Runde auswirken werden, ob die Kinder zuversichtlich, mutig, hoffnungsvoll sind, neugierig, vor allem lernfähig, alles ausprobierend, was auszuprobieren Sinn macht. Erkenntnisfähig, staunensbefähigt, sprich werden sie selber wieder die Epigenetik für die übernächste Generation erweitern oder werden sie im allzu gewöhnlichen Tumtreist untergehen und nicht hervorstechen. Ja, das kann man als Metapher gelten lassen. Werde ich denken, dass da nur nichts gewesen sein wird, oder Hölle oder Himmel oder Freude oder Verdammnis oder verzagte Hoffnungslosigkeit oder Absurdität oder eben doch, so wie dieses Bühnentheater, das nur eines der Wechselbalgbilder ist, als Vorstellungsraum und als Empfindungsraum des projizierenden Geistes. Was für ein Geschäume, was für eine leidenschaftliche Energieverschwendung, was für zärtliche, vibrierende, flatternde Böen, welches Geschäume und Gegischte und welche Angeberei und welcher Übermut. Welches sich überstürzen und dann selbst wieder untergraben und unterlaufen und subvertieren, zurückkehren in den Abyss als ebenfalls metamorphotisches Allegorie der drei Durchlaufpforten. Von Schmetterlingsdasein, von finsterem Wurmdasein, Raupendasein und dann angetrieben durch das übergleißende Gestirn, den
Vorgang immer wieder neu zu erproben, immer wieder neu zu wiederholen, um zu schauen beim nächsten Mal, wenn man zurückkommt an die Küste, wie sich der schroffe Fels, wie sich die Bifurkationen verändert haben würden,